Mein Name ist Sharif Mohammed. Ich arbeite seit 2006 mit dem WWF Malaysia zusammen und leite aktuell eine Anti-Wilderei-Einheit. Wir sind die Augen und Ohren der Vollstreckungsbehörden in den Wäldern. Die Suche nach Wilderern ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Viele Wilderer arbeiten nach demselben Schema. Sie legen an einer bestimmten Stelle mehrere Schlingfallen aus und ziehen von einem Ort zum nächsten. Die Situation ist alarmierend. Allein von 2016 bis 2017 hat unser Team rund 250 Schlingfallen im Belum-Temenggor-Nationalpark entdeckt. Auf lange Sicht bedrohen diese Fallen fast die gesamte Tierpopulation im Wald. Wenn wir eine Schlingfalle finden, entschärfen und entfernen wir sie. Mein Team und ich suchen im Wald auch nach anderen Spuren von Wilderern. Entdecken wir ein Wilderercamp, nähern wir uns langsam und vergewissern uns, ob jemand anwesend ist. Wenn wir sicher sind, dass das Camp leer ist, inspizieren wir es vorsichtig. Wird das Camp noch genutzt, markieren wir die GPS-Koordinaten und kontaktieren umgehend die Behörden, die sich dann darum kümmern. Leider haben wir in den letzten 4 Jahren Dutzende solcher Camps in der Belum-Temenggor-Region gefunden. Unser Hauptproblem hier ist Personalmangel. Es gibt nicht genug Vollstreckungsbeamte und Wildhüter, die durch den Wald patrouillieren. Im Royal Belum State Park patrouillieren nur 3 Teams durch das Gebiet. Das ist etwa ein Zehntel dessen, was wir wirklich brauchen. Wilderei ist heute die größte Bedrohung für das Überleben wildlebender Tiger. Es braucht unbedingt engagierte, systematische und regelmäßige Patrouillen, um die Wilderei einzudämmen. Unsere Präsenz hier im Dschungel wird dringend gebraucht, um den Tiger in Malaysia vor dem Aussterben zu retten.